Analyzer. Sie sind schön anzusehen, man sieht sie bei einigen Leuten im Produktionsprozess und doch redet man eigentlich nie darüber. Wir möchten uns heute mal den Span angucken, den ihr vielleicht schon mal bei uns in dem Feedback-Stream gesehen habt, der mir sehr, sehr, sehr weiterhilft, denn obwohl ich natürlich dauerhaft beim Feedback die Tracks anhöre, ist es super gut, eine visuelle Stütze zu haben, um das bestätigt zu bekommen, was ich sowieso schon vermute. Oder um manche Sachen nachzugucken, die ich vielleicht nicht hören kann. Ich finde den Voxengo Span super geeignet, denn egal in welchem Setting ich bin, ob ich auf einem Laptop produziere, ob ich in einem professionellen Studio sitze oder egal wo, kann ich immer so ein bisschen mir so eine Normierung schaffen, beziehungsweise ich weiß immer, woran ich bin. Aber lasst uns einfach mal den Span angucken und so ein bisschen lernen, wie man den liest. Dafür nehme ich die Tracks aus dem gestrigen Feedback-Stream dran. Wenn ihr den Span noch nicht habt, empfehle ich euch, den auf jeden Fall jetzt einmal von der Website runterzuladen. Der Link ist hier in der Beschreibung. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ausgerechnet Span? Warum nicht irgendein anderer Analyzer? Span ist erst einmal for free, zumindest die normale Version. Es gibt auch die Plus-Version, die dann noch ein bisschen mehr unter der Haube zu bieten hat. Und sie gibt es natürlich für Mac und Windows, was schon mal was sehr, sehr Schönes ist. Das heißt, sie geht auf allen Systemen, egal wie alt dein Rechner ist. Und das ist schon mal was sehr Gutes. Genau. Ziehen wir uns den ganzen mal auf den Track drauf. Und da sehen wir dieses sehr vertraute grüne Fenster. Wir haben hier rechts eine Pegelanzeige. Ne, das ist die gleiche, die wir eigentlich immer bei jedem Kanal auch bekommen. Dann haben wir hier unten noch so ein paar Daten, die dazu stehen. Hier noch so ein Fensterchen mit einer Pegelanzeige. Auf das gehen wir später ein. Und da oben haben wir so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Um das jetzt mal ein bisschen überschaubar erstmal zu halten. Genau, hier in der Mitte haben wir das Frequenzspektrum, so wie man es kennt. Und es geht von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Wie wahrscheinlich einige von euch wissen, ist das der hörbare Bereich für den Menschen. Und der Span bietet noch eine weitere sehr, sehr schöne Eigenschaft. Und das sehen wir genau hier jetzt gerade im Drop sehr gut. Nämlich, wenn der Mix voll ist, das heißt, wenn wirklich, ich sag mal, du hast wirklich dieses High-Energy-Feeling, dieses vielleicht sogar Club-Feeling, könnte man sagen, dann ist der Span gerade. Ich ziehe mal zum Vergleich den EQ8 oder den Spectrum ran. Das sind ja ebenfalls Frequenz-Analyzer, ne? Also, oder Frequenz-Spektrum-Analyzer, wie sie richtig heißen. Die zeigen uns sozusagen die Frequenzen in einem Spektralfenster. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, sehen wir, dass da die Höhen anders sind. Ne? Die sind abgeflachter. Ich kann das noch deutlicher zeigen, indem ich einmal ein White Noise dadurch schiebe. Dafür nehme ich mir immer den Analog her. Da kann man das am besten kontrollieren. Machen wir hier das Noise an. So, und jetzt achtet mal auf die Analyzer. Während ich langsam von einem Pink Noise zu einem White Noise hochdrehe, ein Pink Noise, wie man sehen kann, hat sehr, sehr viele tiefe Frequenzen und ist deshalb, sehen wir im Spectrum und im EQ8 ganz gut, so eine abfallende Kurve. Im Span dagegen sehen wir schon, das sieht irgendwie gerade aus als bei den anderen. Und je höher ich das jetzt drehe, kommen natürlich mehr Höhenanteile hinzu. Im EQ8 wird es langsam ein bisschen gerader, im Spectrum auch. Ne? Wir sind jetzt sozusagen bei einem Whiteness angelangt und schaut euch mal den Span an. Was ist denn da los? Das sieht ja erstmal eigentlich falsch aus, richtig? So, und je weiter ich das White Noise jetzt aufdrehe, jetzt haben wir in allen Frequenzen eine gleiche Leistung. Das nennt sich dann eben weißes Rauschen. Und der Span sieht komplett komisch aus. Warum ist das so? Der Span, genauso wie auch der Pro-Q zum Beispiel, also der EQ von FabFilter, haben die Frequenzen in der Anzeige ein wenig ausgeglichen, damit wir es mehr so sehen, wie wir es tatsächlich hören als Menschen. Denn der Mensch hört tiefe Frequenzen weniger deutlich, hohe Frequenzen dafür deutlicher. Und ihr werdet mir alle zustimmen, wenn ich sage, dass das White Noise ganz schön unangenehm klingt. Und deswegen zeigt er mir das auch jetzt gerade so an. Er zeigt mir das so an, wie ich das so ein bisschen mehr höre und nicht so, wie das im EQ unten steht. Im EQ steht, du hast jetzt alle Frequenzen gleichmäßig gerade. Und du sagst aber im Ohr, ich höre da irgendein ganz hohes Zischen die ganze Zeit. Und das gibt der Span dir hier schon mal als Aufschluss. Das heißt,
wir können schon mal sagen, der Span ist ein bisschen anders austariert als andere Analyzer. Und um das herauszufinden, wie das zum Beispiel bei anderen Analyzern ist, könnt ihr immer euch so ein paar zum Vergleich dazu ziehen. Wie gesagt, den ProQ lasse ich jetzt hier willentlich weg, weil der eine ganz andere Preisklasse ist. So, gehen wir aber zurück in die Musik. Genug von der Theorie. Und ich möchte euch einen Trick zeigen, beziehungsweise eine Einstellung, die mir persönlich sehr viel weitergeholfen hat. Vor allem, was das Angucken von Bässen angeht. Ihr seht ja hier links, da ist ja so ein bisschen Bass vorhanden. Und da sehen wir so eine riesen, irgendwie so eine, ja, so einen riesen Hügel. Und wir können vermuten, dass diese Wellen hier die einzelnen Frequenzen vom Bass sind. Ne? Aber so richtig deutlich erkennen können wir sie nicht. Dafür würde ich hier oben einmal auf den Mode gehen und High Res einstellen. Also High Resolution, hohe Auflösung. Und jetzt sehen wir auf einmal jede einzelne Frequenz vom Bass. Und das war für mich total aufschlussreich. Oder für wahrscheinlich alle, die ihren Bass so ein bisschen deutlicher sehen möchten. Und ein weiterer Punkt, der ebenfalls für Tanzmusik zum Beispiel sehr wichtig ist, das kann bei einigen Genres, wie zum Beispiel Rock oder so, kann das was anderes sein. Aber bei elektronischer Musik ist es tatsächlich so, dass der Bass und die Kick im Drop immer das lauteste Element sind. Wie können wir das überprüfen? Wir gehen hier hinten hin, schauen uns an, wo die Spitze ist von dem Track. Und da sind wir hier bei 50 Hertz. Und dann seht ihr diese horizontale Linie. Und die ist tatsächlich in vielen Fällen am höchsten. Gut, mein Kollege Monty, der Produzent von diesem Track hier, ist tatsächlich einer, der sehr, sehr viel mit Höhen arbeitet. Deswegen haben wir hier ein auch sehr, sehr hohes Höhenbild. Also ihr hört ja richtig, wie die Snare so reinklatscht. Für einige wäre das sogar vielleicht schon ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, das kriegen wir hier auch visuell sehr schön repräsentiert. Ich schmeiß mal einen anderen Track an und dann können wir uns das Ganze mal angucken, wie das mit ein bisschen weniger Höhen aussieht. So, hier haben wir jetzt eine ganz verschickte Nummer von Tiefton, auch aus dem Feedback-Stream gestern. Übrigens, wenn ihr Mucke macht, sendet gerne mal was ein, Mittwochs 20 Uhr. Ich habe super Bock, mir das mal anzuhören und das auseinanderzunehmen. Hehehe, nein, Spaß. Aber schaut mal hier, wie die Kick und der Bass ganz links das lauteste Element bilden. Dann haben wir hier dieses, ja, dieses Wummern, dieses Wupp, 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 das hier so in den Mitten wirklich sich wiederfindet. Und in Höhen haben wir hier noch nicht so viel, so ein bisschen was. Aber das wird gleich im Verlauf des Tracks mehr. Ich möchte euch einmal kurz so ein bisschen die drei Bereiche zeigen. Die könnt ihr euch eigentlich ganz grob merken, indem ihr sagt, okay, die Bässe sind unter 100 Hertz. 100 Hertz seht ihr hier unten, 100. Alles, was darunter ist, ist Sub-Bass-Bereich. Wir können auch, darüber können wir noch sagen, das ist im Grunde Bass bis 200 Hertz. Aber das nennen wir meistens eher die tiefen Mitten. Ne? Dann kommen hier die Mitten. Die sehen wir meistens hier so von, ja, von 100, 200 bis 1000. Das sind so die Mitten. Und da haben wir jetzt hier auch ganz repräsentativ auf jeden Fall so einen sehr mittigen Sound, der auch resonant ist. Resonant ist ein Begriff, den wir recht häufig benutzen. Was man damit meint, ist, dass einzelne Frequenzspitzen, wie man sie hier sehen kann, so herausstechen. Ne? Und meistens wollen wir die mit einem EQ nochmal leicht absenken. Also so wie das hier ist, ist das ein bisschen überbetont und dadurch resonant. Genau. So, jetzt kommen wir in dem Track ein bisschen weiter, die Hi-Hat kommt dazu und wir merken, das Bild begradigt sich so langsam, es wird voller. Ne? So, und die Höhen beginnen dann so ab 1 bis 2 Kilohertz bis oben bis 20 Kilohertz. Man kann die Höhen an sich auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Meistens sagt man so, der sprachempfindliche Bereich, der evolutionär geprägt ist bei uns Menschen, ist einmal von 1 Kilohertz bis 4 Kilohertz. Das ist so da, wo zum Beispiel eine Stimme oder eine E-Gitarre sitzt oder euer Lead-Synth, also der die Melodie klimpert, der sollte immer recht präsent in diesem oberen Bereich sein. Ihr seht ja auch, wie hier immer wieder der wabernde Synth hier so reinhüpft. So, und unsere Hi-Hats, Cymbals, Rides, dieses ganze Gedöns, was so ein bisschen blechernd ist, das kommt dann so ab 4 Kilohertz, wie man das hier musterhaft wunderschön sieht. Und das nennt man dann einmal den Präsenzbereich und danach ab 10 Kilohertz kommt der Air-Bereich, also der Luftbereich, das Luftband. Und dieses Luftband, das sieht man hier auch sehr schön, da bringt es eigentlich nichts mehr, wenn da noch die Kurve nach oben geht, sondern das sollte wie in dem Song hier abflachen. Und das gleiche können wir auch sagen unter 40 Hertz.
da sollte eigentlich nichts mehr sein. Warum? Wir können das nicht mehr mit unseren Ohren wahrnehmen. Schon, also 40 Hertz eigentlich sowieso schon recht wenig. Das passiert eigentlich mehr hier so im Zwerchfell. Ne? Und das sollte genauso wie hier alles abebben. Eigentlich sollte da bis 20 Hertz gar nichts mehr sein. Das können wir dann mit unseren EQs wieder ein bisschen angleichen. Aber es geht ja heute hier nicht um das Arbeiten, sondern wirklich um das einfach nur Hören und Sehen verstehen. Ne? Wir haben einmal unseren Bass, der immer das lauteste bei elektronischer Musik ist. Dann haben wir hier oben meistens unsere Hi-Hat, die auch recht laut ist. Und dann haben wir links und rechts so Flanken, die da abflachen. Ne? Dieser Song hier ist für sein Genre recht mittenbetont, ne, durch diesen Synth. Ich möchte euch jetzt mal einen anderen Song zeigen, der das genaue Gegenteil ist, nämlich nicht mittenbetont. Und das nennen wir dann manchmal Badewannenfilter oder Smiley Curve. Hier haben wir einen Track von Abstinent, der in unserer Community auch gerne der Badewannenmeister genannt wird. Und ihr könnt auch direkt sehen, warum. Er produziert Dub-Techno und im Dub-Techno ist es sehr üblich, dass keine sehr präsenten Elemente sind. Deswegen ist hier alles zwischen 1 bis 4 kHz auch sehr, sehr leer. Und wie ihr sehen könnt, die Mitten auch nicht überladen. Ne? Es soll nämlich gar nicht allzu viel passieren, sondern wir sollen hauptsächlich von der Kick und von dem Rhythmus der Hi-Hats getragen werden. Die Hi-Hats passieren hier oben und die Kick oder der Bass-Groove passiert hier unten. Ja, und elektronische Musik ist tatsächlich, oder vor allem Techno, ist tatsächlich gerne mal so aufgebaut. Das ist hier ein Extrembeispiel. Ich kann euch nicht empfehlen, dass eure Songs am Ende so aussehen. Das wäre hier tatsächlich sowas wie so ein Weckruf, Ding, 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 vielleicht nochmal reingehen und die Mitten so ein bisschen anheben. Denn unser Ziel ist es tatsächlich, dass wir mehr oder minder am Höhepunkt des Songs eine recht gerade Linie, wie wir das am Anfang gehört haben oder gesehen haben, zustande bekommen. Warum soll man das beheben? Anlagen in Autos, Kopfhörer oder eure Monitore haben nochmal eine ganz eigene Färbung in den Frequenzen. Und dann könnte zum Beispiel so eine höhenlastige Hi-Hat oder so wenig in den Mitten, könnte dann tatsächlich unglaublich komisch auf dem System klingen. Meistens ist es deshalb besser, wenn es recht ausgewogen ist. Indiz bei diesem Track wäre zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben kein Element, was wirklich im Fokus steht, weil kein Element wirklich hier bei 1 bis 4 kHz so richtig stattfindet. Ne? Also das heißt, man könnte sagen, die Stimme oder das Hauptelement fehlt. Aber wie gesagt, beim Dub-Techno ist das gewollt, deshalb können wir hier so ein bisschen darüber hinwegsehen. Was ich bei elektronischer Musik aber immer auch eine recht wichtige Frequenz finde, und da droppe ich hier mal so ein bisschen Geheimtipp, ist die 400 Hertz bis 450 Hertz. Das nennen wir auch die hölzerne Frequenz. Und die ist hier recht laut. Und das liegt daran, dass dieser Dub-Chord da ein bisschen seine Präsenz haben möchte. So, in den meisten Fällen geht man da hin und senkt da nochmal so ein ganz bisschen ab. Ich würde für euch empfehlen, einfach immer auf die Mitten zu achten. So von 200 bis 700 Hertz hier in diesem Bereich, dass da nicht allzu viel los ist. Der Wärmebereich passiert genau darunter, bei 100 bis 200 Hertz. Und da würde ich schon empfehlen, also das sieht hier sehr, sehr gut aus. Also da würde ich empfehlen, dass das auch so wie hier recht deutlich da ist. Jetzt nehmen wir uns nochmal ein ganz beklopptes Projekt von Civilian vor, der es geschafft hat, ja, gestern alle Leute zu überzeugen mit einem Track, der allerdings technisch, ich weiß nicht, ein bisschen sehr viele Höhen hat. Aber schaut einfach selber zu. Wir sind jetzt hier im Intro und ihr seht viele kleine Pegelspitzen, die mit einem EQ alle zu begradigen, wäre sinnfrei. Ne? Solange die nicht immer an der gleichen Stelle stehen, ist alles in Ordnung. So, und jetzt sind wir im Drop und schaut euch das mal an. Ich kann hier oben links auf Hold drücken. Das heißt, wir können uns jetzt mal ganz in Ruhe das Bild einmal angucken. Und jetzt seht ihr, hier ist die Subbassfrequenz vorbildlich immer noch das lauteste. Der erste Oberton ist schön leise, denn hier fängt es meistens an, in dem Bereich zu dröhnen, zwischen 80 und 100 Hertz. Und dann haben wir die Mitten, das hatte ich ja gerade eben gesagt, in dem Song davor, die Mitten sind recht freigeschaufelt. Ne? Da passiert bei ihm in dem Song auch gar nichts. Dafür haben wir wieder im Präsenzbereich sehr viel und ihr seht wirklich, das ist wie so eine Lawine. Ne? Man hört das ja auch tatsächlich, dass die Höhen da sehr, sehr deutlich sind.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, mir sind die ein bisschen zu deutlich. Ich würde versuchen, alles ab 2 Kilohertz hier so ein bisschen abzuflachen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt möchte ich aber mit euch unten auf diese andere Pegelanzeige eingehen, die man hier unten sieht. Und achtet mal einfach darauf, wie diese vom Anfang des Songs so verläuft. Na, da ist sie so ein bisschen mittig, so bei der Null am Hüpfen. Manchmal geht sie dann mehr Richtung 1. Vielleicht kennen auch einige von euch dieses Meter schon. Und zwar ist das das Korrelationsmeter. Das kennt ihr aus einem Stereo-Imager. Und 1 bedeutet, dass der Song super monokompatibel ist. Das bedeutet, links und rechts sind sich 100% identisch. Und 0 bedeutet, dass du keine Korrelation hast. Das heißt, links ist komplett anders als rechts. Wenn man alles richtig macht, hüpft der nicht weit weg von der 1, sondern genauso wie in dem Song hier, immer wieder mal ganz kurz zwischendurch hüpft der mal runter, sozusagen, dass es Stereo wird. Aber, und das wisst ihr wahrscheinlich von uns schon, wir sagen immer, der Bass muss Mono sein und damit meinen wir auch die Kick. Und so wie das hier aussieht, ist das schon sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir wieder in den Break und alles wird super breit. Die Sounds werden super, super breit und deshalb haben wir zwischendurch auch mal eine Korrelation von 0. Das ist gar kein Problem, wenn links und rechts so ein bisschen im Break auseinandergehen. Aber wichtig ist vor allem, dass es niemals unter 0 geht. Dann seid ihr nämlich in Gefahr, denn dann kann es sein, wenn man euer Handy auf einem Speaker abhört, also keinem Stereosystem, sondern zum Beispiel einem Küchenradio oder einem Handy, dass Anteile davon verschwinden gehen. Also, sobald der hier ein bisschen zu weit nach links rutscht, sollt ihr gewarnt sein. Dafür habe ich tatsächlich von gestern auch ein Beispiel am Start. Und zwar seht ihr das hier. Da hat jemand versucht, so eine super breite EDM-Nummer zu machen. Und ihr seht, wie das immer wieder hin und wieder unter die Null rutscht. Und das bedeutet dann, dass der Song nicht monokompatibel ist, ne? Und das heißt, dass der auch ein bisschen schwach klingt, wenn man ihn auf einer Monoanlage abhört. Wir hören uns einmal kurz den Drop an. Man sieht auch allgemein, dass der Song sehr, sehr laut ist, dadurch, dass die Pegelspitzen hier voll rüberfliegen und dass da noch deutliche Resonanzen drin sind und dass der Song sehr, sehr höhenlastig ist und die Kick, und das hört man ja auch, gar nicht wirklich zum Vorschein kommt. Na, jetzt haben wir eine schöne flache Kurve. Also, wir sehen, das Korrelationsmeter hilft uns schon unglaublich weiter. Hier habe ich jetzt mal einen unglaublich schönen dynamischen Track von Kadent rangenommen und ihr seht rechts hier, dass der immer wieder mal hier so rot leuchtet, sozusagen, dass Clippings entstehen, dass er über die 0 dB digital ausschlägt. Das, keine Angst, Kadent, das hast du nicht falsch gemacht. Ich habe gerade den Track absichtlich ein bisschen drüber geboostet, einfach nur, um das zu zeigen. Dann seht ihr hier unten, dass der sozusagen die Clippings sammelt. Der sagt zum Beispiel, auf dem linken Kanal haben wir jetzt schon mehr Clippings. Könnte man jetzt so deuten, dass der Track ein bisschen mehr linkslastig ist. Aber ich finde, das spricht einfach dafür, dass hier sehr schön mit dem Stereofeld gearbeitet wird. Das ist gar kein Defizit, sondern im Gegenteil eigentlich ein Zeichen von was sehr, sehr Gutem, von der Qualität. Genau. Das ist einmal die Clipping-Anzeige hier unten, die schon mal sehr, sehr viel hilft. Außerdem misst er die maximal höchst ausgeschlagene Spitze, Pegelspitze, und die ist hier 1,1, sowohl links als auch rechts gewesen. Sollte natürlich bei euch nicht über 0 gehen, ne? Da müsst ihr dann ein bisschen für sorgen. Da könnt ihr zum Beispiel mit Limitern oder mit Clippern machen. Dazu könnt ihr euch einmal das Video von Bernd angucken. Genau. Und wenn ihr sonst noch hier unten was rauslesen wollt, dann habt ihr hier links noch einmal die RMS-Anzeige. Das ist so ungefähr die Lautheit, ne? Dazu hat Bernd ebenfalls ein Video gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Und der Crest-Faktor soll euch auch so ein bisschen die Lautheit zeigen. Das ist sozusagen der Wert zwischen der obersten Pegelspitze und dem RMS-Wert. So, ne? Und der ist hier bedeutend hoch, weil das eben eine sehr, sehr dynamische Nummer ist. Wunder, wunderschön. So, was in dem Track aber nicht so schön ist, das sehen wir hier zum Beispiel, das Tambourin, was wir gerade gehört haben, stand da einfach so richtig mitten in der Landschaft drinne. Und das möchtet ihr bitte vermeiden, tunlichst vermeiden, gerade in den Höhen. Das ist so, als würde jemand mit einem Messer immer wieder in euer Ohr reinpieksen. Also, wenn diese Frequenzen ein bisschen wandern,
zum Beispiel mit einem Chorus, mit einem ganz leichten Frequency Shifter, vielleicht sogar mit Panning arbeiten, dass diese hohen Frequenzen niemals in die gleiche Richtung drücken. Außerdem sieht man hier zum Teil auch noch ein anderes komisches Artefakt, und zwar, dass wir hier sowas wie ein Loch haben, wo es danach wieder hochgeht. Vermeidet das bitte auch. Geht da lieber mit einem EQ hin und nehmt dann oben diese Frequenzen über, was sind wir hier? 14 kHz, nehmt diese Frequenzen darüber hinweg weg. Also rollt die sozusagen ab. Ich zeige das einmal ganz kurz mit einem EQ. Da muss ich dann doch nochmal kurz Hand anlegen, weil ich möchte, dass ihr das richtig macht. Und zwar nimmt man da am besten einen Shelf her, ne? Der ist automatisch schon eingestellt, denn der macht dann nicht so viel kaputt wie ein High Cut, ne? Also diese Form von Cut hier, die würde das so ein bisschen kaputt machen, den muss ich natürlich auch vor den Span setzen. Und dann seht ihr, okay, das sieht schon viel, viel besser aus. Jetzt haben wir da oben nicht mehr diese unnötige Information, die wir sowieso nicht wahrnehmen können. Die meisten Menschen können nur bis 17 kHz hören. Ja, genau. Und deshalb, wie gesagt, versucht nicht großartig über 15 kHz zu kommen und den Bass auch nicht unter 40 Hertz. Das hat er hier sehr vorbildlich gemacht. Da rollt das hier so ab. Super. Ich hoffe, das hat euch erstmal so einen kleinen Überblick verschafft mit dem Span. Probiert es einfach aus, legt es auf eure Tracks drauf, legt es auf Tracks von euren Vorbildern drauf und hört und schaut euch das Ganze einfach mal an. Es ist ein super hilfreiches Tool, wenn ihr nicht die beste Abhöre gerade zur Hand habt. Und bei mir ist es immer auf dem Master mit drauf, um einfach nochmal gegenzuchecken. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Stay creative.